Achter Spieltag, Pro Evolution Soccer 2013. Heute spielst du im Wettbewerb, Eredivisie, Spieltag 8 gegen den NEC Naming. Du bist in die Startaufstellung gerufen worden. NEC Naming, das ist der Verein, wo wir die ersten Parts gespielt haben. Wo es ja dann nach dem Update des Patches für Pro Evolution Soccer das komische Problem gab, dass wir auf einmal bei NAC Brena waren. So. Herzlich willkommen. Ich bin Wolf. Ja, wir wollen direkt anfangen. Da sind wir leider wieder in den weißen Trikots, die ich total scheiße finde, eigentlich gesagt. In dieser fantastischen Atmosphäre dabei sein. So. Das Spiel ist angepfiffen. Oh! Vorteil aber. Oder das sind doch noch Spieler, die wir auch noch kennen. Kein guter Pass. Versucht weiterzukommen. Langer Ball in den freien Raum. Die Fahne bleibt unten. Hier kommt die Hereingabe. Ja, wunderbar. Aber irgendwie war der Pass von der Seite viel zu hart. Zum ersten Mal ist es gefährlich geworden. Chance Nummer 1. Ja, das war eher wie ein Schuss von dem von außen, den er in den Strafraum reinschießt. Und nicht ein Pass. Rennt der mit dem Ball ins Aus. Bei sowas krieg ich einfach zu viel, ne? Und er ist der Ballverlust. Ey, jetzt sieht's schon wieder total anders aus wie im letzten Part gegen Rotterdam. Boah, er schießt Lurling einfach drauf und der war auch gar nicht mal so weit vorbei. Sie kommen relativ früh zum Abschluss. Schön gemacht, schön gemacht. Wenn man sich diese Szene anschaut, zu früh. Weiter Abstoß. Ah, gehe ich zweimal rein, Ball trotzdem nicht. Hä? WTF? So, Naming mit Angriff. Weiß nicht, ob das so gewollt war. Ey, jetzt kriegen die auch noch Einwurf. Wie kann man denn so scheiße sein? Der Ball kommt in den 16er. Gefahr vorbei. Es ist auch nicht gegangen. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Habt das gehört, noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Was macht der da? Ey. Kann doch nicht sein, dass dieses Spiel jetzt wieder so vermurkst ist. Chance zu flanken. Ja, komm zur Ecke wenigstens, geht doch. Boah. Eine gute Torchance. Und die Flanke. Und der ist geklärt. Aber ich komme nicht dran. Boah. Gefällt mir nicht. Schnell gehen. Ey, der Typ gefällt mir überhaupt nicht. Ey, das kann doch nicht. Was ist das denn für ein Schussversuch? Halbzeit, 0 zu 0, wieder mal ein total beschissenes Spiel, müsst ihr auch zugeben.
weil das sind Spiele, die gefallen mir gar nicht. Keine Tore bis hierhin, 0 zu 0 und die Entscheidung wartet in den zweiten 45 Minuten. Ey, ich stehe so lange, stehe ich da frei und krieg keinen Ball zu mir gespielt, ne? Sie versuchen es, sie wollen das Tor, aber es fehlen einfach die Mittel. So, und jetzt lauf! Abseits? Meine Fresse! Ja, aus der Perspektive, wo wir hier spielen, sieht man das nicht immer. Aber das ist ja die bei, wie bei FIFA auch, diese Be a Pro Kamera. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Einfach mal einen Distanzschuss versuchen, damit wir auch mal eine Torchance in der Statistik stehen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird sagen, Mensch, hau das Ding doch einfach drauf. Er versucht stattdessen mit dem lässigen Lupfer. Und er will das Tor. Boah, den hat der Torwart schön abgeblockt. Na, was heißt, der will das Tor? Wer spielt denn Fußball und will kein Tor? Und da ist das Tor! Wer hat's, ist das Lohling oder Lisnak? Oder Lasnik? Ich weiß nicht, wie der hieß. Schiffchi! Beide nicht. Ja, das war schön gemacht, das Tor. Da spielt er schön nach außen. Reingespielt. Ha! Da konnte der Torwart nichts machen. So. Und damit steht's 1-0. Das ist der bittere Rückstand. Sie wären gut beraten, sich damit nicht zu lange zu beschäftigen, sondern Smos. Den kenne ich zum Beispiel noch nicht. Sie brauchen jetzt ein Tor, um den Ausgleich zu machen. So, unser Keeper hat den Ball. Ball geht nach außen. Das wird ein Einwurf. Einwurf für Nijmegen. Hey. Und noch ein Einwurf für die. Hätte eigentlich auch schon Freistoß für die geben müssen. Hey, was hat der denn da versucht? Na. Da bin ich nicht durchgekommen. Das war abseits. Da war auch die Fahne schon leicht über meinem Kopf zu sehen. Da war zwar knapp, aber es war abseits. Brauchen wir auch nicht zu meckern. Abseits ist abseits. Smos. Bah, spielt er dem in der Hacke. Und wir dürfen kein Tor kriegen mehr. Jetzt eventuell der Gegenstoß. So. Er versucht ihn da durchzuspielen. Hat der jetzt versucht, da einen Schuss zu machen oder was soll das für ein Kullerbällchen gewesen sein? Er könnte schießen. Jetzt kann er es probieren. Jawoll! Haben wir unser Tor dieses Spiel auch noch gemacht? Einfach ein bisschen rumgedribbelt, einfach mal geschossen und das Ding sitzt. Sehr gute Schusstechnik, keine Chance für den Torhüter. Da sehen wir jetzt gleich auch nochmal die Wiederholung. Da muss ich mir den Ball erstmal wiederholen. Das war jetzt ein bisschen eigensinnig, hatte genug Zeit und Raum zum Abspielen. Einfach selbst versucht und das Ding zappelt im Netz.
Und das Spiel ist aus. 2:0 gegen den NEC Naming. Spieler des Spiels, Lurling mit einer 7,5. Das gefällt uns natürlich sehr. Ja, ich verabschiede mich von diesem Part. Wir sehen uns.